Wieder die Goldseole. Oder Sohle. Nicht Seole. Ja, wahrscheinlich hier dieses Elektrogestell hier. Hm? Could be trouble. Er benutzt Umwerfen. Habe ich ihm? Ah, Kämpfer aggressiv. Happy to oblige. Never you mind that, miss. I'll land the next one. Die Kämpfe kommen irgendwie langsamer vor. Hey. Ah ja, und Ressourcen werden tatsächlich nach jedem Kampf nachgefüllt. Also ja, Ressourcen sind halt diese Sachen wie Bindung, Disziplin und hier Glaube beim Priester. Die Generator brummt gelegentlich etwas heftig und kannst im Inneren der Maschine das reimende Geräusch von Metall auf Metall hören. Happy to oblige. Sure thing. Wasser. Gemüse. Eine Silberflosse und Schiffszwieback. Indeed. I'm sorry, I can't. Da drin sind auf jeden Fall Leute, die klopfen. What can I do? At once. Das wäre ein schöner Rumser. Hm? Certainly. So, da wir alles aufgedeckt haben, haben wir hier zwei von Iotas Fußstapfen. Das ist irre. Wir haben zwei von diesen Adra-Statuen. Das finde ich jetzt gerade komisch. Die Arena wird nicht eingezeichnet. Arena-Unterebene. Trike-Trainingshalle. Leuchtendes Adra-Becken. Antike Trainingshalle. Gehen wir erstmal ins Quartier des Vorarbeiters, bevor wir die Leute rauslassen. Und das war ein ganz schön großer Kupferhaufen. Kann ich sie nach Typ sortieren? Nee, nach Zerzauberung. Nach erworbener Zeit. Keine Sortierung. Okay, erstmal das Quartier des Vorarbeiters. Vielleicht hatte der ja Glück und im Inneren ist man sicher gewesen. Ladezeiten gehen eigentlich, wollte ich gerade sagen. Ich sehe aber immer noch nichts. Ah, jetzt sehe ich was. So, für den Fighter sehe ich... Oh no.
don't see why not. May I be a candle in the night? I'd be glad. Den zweiten Höhlenkäfer hatte ich irgendwie übersehen. Yes? At once. Ah, Aquamarin, Spitzenschwarm und Flussschiff. Ein Dolch, eine Notiz des Vorarbeiters. Medaillon des Meisters. Hm. Was sagt er denn? Einer der Arbeiter hat dieses alte Adam-Medaillon gesehen und in der unteren Etage ausgegraben. Ich bezweifle, dass Odores Interesse daran hat und nebenbei sieht es wertvoll aus. Wäre schön, die Männer mit einem Bonus zu überraschen. Kann hier filtern? Ja, tatsächlich. Hm. Hatte ich nicht übrigens noch irgendein... Achso, das trage ich ja. Schützender iotasischer Zauber. Ansonsten habe ich ja nichts Besonderes. Abalest. Hatte ich nicht auch eine Armbrust? Hier ist nur ein nackiger Umhang. Der super episch aussieht. Da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Oder sieht mir bei Edda besser aus? Oh, bei Edda sieht er ganz okay aus. Gegengift, Trank des Geistesschildes, ja. I'm here, certainly. Also gut, wieder raus in die Ausgrabungsstätte. Dann lasse ich mal die Uana raus, die da unten eingesperrt sind im Käfig. Mehrere Männer und Frauen scheinen in einer Art Käfig eingesperrt zu sein. Sie sind kaum mehr als Silhouetten hinter dem Glas, die aufgeregt deuten und gestikulieren. You out there? Are the beasts gone? Hey, du da, sind die Beseeler weg? Eine Frau kommt zur Tür, ihre Hände gegen das Glas gedrückt. Die Tür mal kurz untersuchen. Du siehst keinen Weg, um die Tür von außen zu öffnen. Es scheint, als wäre der Käfig von innen verschlossen. Ich habe mich um diese Kreaturen gekümmert. Die Frau wendet sich von dir ab, um sich flüstern mit den anderen auszutauschen. Dann zieht sie an etwas bei der Tür und du hörst ein Rattern und Scheppern. Perfetto! We are saved! Perfetto, das heißt wahrscheinlich gut gemacht. Aha, wir sind gerettet. Ein jung aussehender Mann mit hellen Augen und einem zuckenden Lächeln klatscht vor Freude in die Hände, als er aus dem Käfig tritt. Die Frau neben ihm bleibt nüchtern. Me and the Watcher? We're always happy to help. Ich und der Wächter, wir helfen immer gerne. Sie strahlt dich an, ihre Augen voller Stolz. Governor Claudio must have sent you to rescue us, no? But you do not look like one of his guards. Gouverneur Clario muss euch geschickt haben, um uns zu befreien, oder? Aber du siehst nicht aus wie einer seiner Wachen. Sie stellt sich auf die Ferse und blickt hinter dich, als ob sie nach jemandem sucht. Sie scheint Mitte 30 zu sein, auch wenn der ernste Zug um ihren Mund herum sie älter erscheinen lässt. Ich versuche nur herauszufinden, was hier geschehen ist. Clario hat mich geschickt, um Odessi zu finden, oder seine Notizen. Sie schlagen immer noch einen Weg durch den Dschungel. Ich bin die Vorhut. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Groß, leuchtend, besteht aus Adra. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Ja. Edda scheint zufrieden zu sein. Also unbeschwert und unbeschwert. Eine ältere Frau hustet einen beeindruckenden Klumpen Schleim auf den Boden und tritt etwas Erde darüber. I told you the governor does not care about us. This is all about profit. For him, the rest of the Valiant. Ich habe doch gesagt, dass sich der Gouverneur nicht um uns kümmert. Es geht nur um Profit für ihn und den Rest der Valianen. Kaloste! Kaloste, das heißt? Schweig, aha. Sie bringt die anderen mit einem strengen Blick zum Schweigen. Sie wenden sich mit einem resignierten Atemzug an dich. You are here. And that is what matters. Du bist hier und das zählt.
Wo ist Odyssey? Was macht ihr alle? Der Adrakolos, wo ist der hin? Diese Richtung. Was macht ihr alle? Versteckt sich natürlich. Also sie verstecken sich. Seine Mundwinkel zucken. Die scholle alte Frau neben ihm seufzt und legt ihre Hand beruhigend auf seinen Arm. We were taking measurements of the luminous Adra when something strange began happening. Wir haben den leuchtenden Adra vermessen, als etwas Seltsames geschah. Fascinating. The pillar started to dim. The ground shook, and our instruments showed unusual variations. Er leckt sich über die Lippen. Faszinierend. Die Säule beginnt sich zu verdunkeln. Der Boden erbebt und unsere Instrumente zeigten ungewöhnliche Variationen an. That's when those of us with a grain of sense got into the cage. Zu dem Zeitpunkt sind die von uns mit ein wenig Verstand in den Käfig gegangen. Sie wirft einen zornigen Blick auf den aufgeregten jungen Mann, aber der scheint es nicht zu bemerken. Der Käfig? Something we made to protect ourselves from surges in the luminous Adra. Wir haben ihn errichtet, um uns vor den Wellen des leuchtenden Adra zu schützen. Those have not been a problem, but I am grateful today for unnecessary precautions. Diese sind bisher kein Problem gewesen, aber heute bin ich für unnötige Vorsichtsmaßnahmen dankbar. Was ist dann passiert? The Colossus. Some kind of construct made from luminous Adra. It passed through the arena toward the pillar. Der Koloss, irgendein Konstrukt aus leuchtendem Adra, ist durch die Arena zur Säule gegangen. Vanessa schließt ihre Augen. Moments later, the pillar went dark, and all of our colleagues outside the cage froze, like they turned to ash. Kurze Zeit später wurde die Säule dunkel und alle unsere Kollegen außerhalb des Käfigs erstarrten, als ob sie zu Asche geworden wären. Sie wird still und verschränkt die Hände vor sich. Der junge Mann lehnt sich vor. In seinen weit aufgerissenen Augen leuchtet eine perverse Art von Aufregung. That is when the panthers and worms showed up, started going through the tents. It was awful, but Engfeth. Dann sind die Panther und Lindwürmer aufgetaucht, haben sich über die Zelte hergemacht. Es war furchtbar, aber Engfeth. Vanessa wirft ihm einen zornigen Blick zum und er verstummt wieder. Ein verwirrter und leicht verletzter Ausdruck zeigt sich auf seinem Gesicht. Some of our people are still missing in the ruins, including Odorisi, our lead researcher. It is possible he managed to hide. Manche unserer Leute werden noch immer in den Ruinen vermisst, darunter auch Odorisi, unser Forschungsleiter. Es ist möglich, dass er sich verstecken konnte. Ihre Stirnrunzeln deutet jedoch darauf hin, dass sie nicht recht daran glaubt. Ich sollte mal nachsehen gehen. Ich helfe ihm, so gut ich kann. Wenn er es nicht zum Käfig geschafft hat, solltest du auf das Schlimmste vorbereitet sein. Sie nickt. Most of the ruins are that way. Through the door next to the ramp. Die meisten Ruinen befinden sich da drüben, durch die Tür neben der Rampe. Sie zeigt auf einen dunklen Eingang in der östlichen Wand der Arena. If you are going below, you should take Engfeth with you. Wenn du nach unten gehst, solltest du Engfeth mitnehmen. Sie dreht sich und winkt jemanden in der vorderen Hälfte der Gruppe. Hey, he looks just like... Hey, er sieht genauso aus wie... Er da unterbricht sich aus unbekannten Gründen. Sein Mund steht offen. Ein Elf mit scharf geschnittenen Gesichtsrücken trägt nach vorne. Als sein Blick auf deine Augen trifft, nickt er wissend. Er hat ein paar neue Narben. Dennoch erkennst du Alof Korfisser. Er tippt sich mit dem Finger auf die Lippen. Ein schüchternes Lächeln spielt sich um seinen Mund. Engfeth knows a great many spells. At first, he even cast fire to chase away the panthers. Engfeth kennt sehr viele Zauber. Zuerst benutzt er sogar Feuerbälle, um die Panther zu verjagen. Until the flames nearly caught one of the tents. Bis einer der Flammen beinahe eines der Zelte erwischt hat. Oh, nichts sagen? Du lobst Engfeth ja in den höchsten Tönen. Trotzdem bin ich froh, dass ihr unversehrt seid. Oh? We then decided it would be better to preserve our remaining supplies, in case we ever got out. Dann entschieden wir, dass es doch besser wäre, unsere verbliebenen Vorräte zu schützen, falls wir jemals wieder rauskommen würden. And when the supplies ran out? Und als die Vorräte alle waren, sie kratzt sich am Nasenrücken und sieht besorgt rein. Die anderen sehen weg und enthalten sich weiterer Spekulationen. I do not expect the ruins will be any safer. Many of our people remained behind, which has surely attracted more wildlife. Ich denke nicht, dass die Ruinen sicherer sein werden. Viele unserer Leute blieben zurück, was sicherlich noch mehr Getier angelockt hat. It would be prudent to take help, as long as Engfeth is willing to go. Es wäre vernünftig, Hilfe anzunehmen, solange Engfeth bereit ist, mitzugehen. Sie wirft Alof einen schnellen Blick zu. Er nickt. I would be happy to assist.
Ich würde gerne behilflich sein. Er hält deinen Blick mit großen erwartungsvollen Augen stand. Was kannst du mir noch über Engfurt sagen? I don't think that's really... Ich denke nicht, dass das wirklich... He has only been with us a few weeks. He is inexperienced, but he came with a glowing recommendation from an academy in Salona. Er ist erst seit wenigen Wochen bei uns. Er ist unerfahren, aber er kann mit der enthusiastischen Empfehlung einer Akademie in Salona. That is surely a generous overstatement. Ach, enthusiastische. Das ist zweifellos eine freundliche Übertreibung. Alof kichert, peinlich berührt und wirft dir einen fiesangenden Blick zu. Eine enthusiastische Empfehlung, sagst du? We don't have time for... Bestimmt haben wir keine Zeit für. A pupil of unnatural talent is the phrase I recall. Ein Schüler mit unnatürlicher Begabung hieß es. It seems he was loved and regarded by almost all his instructors, though misunderstood, I gathered, by his fellow students. Sicher. Es scheint, dass er von fast allen seinen Lehrern gemocht und geschätzt wurde, aber missverstanden von seinen Mitschülern, so wie ich es verstanden habe. I cannot imagine why. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Die alte Beseelerin verdreht ihre really? Augen. This helpful stranger surely has more important things to worry about.